Hallöchen da draußen, willkommen zurück zu Venetica und wir haben ein paar Quests bekommen im letzten Part. Die Lampe. So, Banditenjagd im inneren Bezirk können wir mal erledigen. Das ist ja gerade gut, dass wir hier sind. Jetzt sollten wir das Hauptquartier irgendwie finden. Und wie machen wir das am besten? Wir schauen nochmal kurz, Moment. So, zerschlagen die Banditenquartiere im inneren Bezirk. Es gibt zwei Banditenhauptquartiere im inneren Bezirk. Wenn ich beide vernichte, wird es in den Straßen sicherer sein. Es ist nur die Frage, wie finden wir die? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber vielleicht sollten wir es mal Nacht werden lassen. Und dann können wir mal gucken, ob wir die vielleicht kriegen. Irgendwo auf ein Stühlchen setzen. Hey, du da. Komm mal einen Augenblick her. Du bist eine Angehörige einer unserer ehrenwerten Gemeinschaften. Das zeigt, dass ich dir vertrauen kann. Nimm diesen Brief und bring ihn in die Taverne im Arsenalbezirk. Dort findest du eine blonde Dame. Gib ihr den Brief. Nun geh. Was? Okay, dann werden wir den natürlich als erstes machen, den Auftrag. Ist ja wohl klar. So. Ein Schreiben an eine Dame. So. Okay, sonst hast du nichts zu sagen? Nun geh. Nee, er will nicht mit uns reden. Also gut, dann hat er Pech gehabt. Gehen wir mal raus und schauen mal. Ein Brief soll man überbringen. Ich weiß nicht. Wo ist denn da eine Taverne gewesen? Ach, ich muss zum inneren Bezirk. Darf ich doch gar nicht hin. Da darf ich doch gar nicht hin, oder? Also, ich meine, nein. Hey. Entschuldigung, wer bist du und woher kommst du? Geht dich einen Scheiß an, einen Bürger, wenn ich... Ich bin eine Angehörige des Ordens des Heiligen Siegels. Jetzt, wo du es erwähnst, ich sehe dein Abzeichen. Du kannst also nicht der Fremde sein, nach dem wir suchen. Du darfst passieren. Nee, bin ich auch nicht. Was soll denn der Scheiß? Wieso werde ich jedes Mal angepöbelt hier? Da liegt eine tote Fledermaus. Abgestürzt vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich durch darf. Aber wenn ich sage, ich habe hier einen wichtigen Brief. So. Nee. Ich darf nicht zum Arsenalbezirk. Also hat sich das auch schon erledigt. Nicht hier mal so. Wir haben das Tor zum Arsenal. Nee, wir haben das. Dürfen wir nicht. Scheiße. Dann hat sich der Auftrag natürlich jetzt auch erstmal erledigt. Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Nope. Da können wir auch nicht weitermachen. Dann machen wir die Katakomben, wa? Und dann müssen wir wahrscheinlich die Hauptquest weitermachen. Dass wir die anderen Quests mal durchspielen können. So, hier müsste jetzt irgendwo der Eingang sein. Eingang. Ich glaube, da unten war der. Ja. Unter der Brücke. So, da ist es. Katakomben betreten. Da unten kennen wir uns ja aus, da waren wir schon öfters. Ist der hier irgendwo normalerweise? Jawohl, ein Punkt sein. Dann kommen wir hier vielleicht schon nach oben, jawohl. Hier dürfen wir jetzt die Lampe mal benutzen. Da haben wir alles geplündert hier. Scheiße. Wir kommen nicht durch.
Ah, aber hier ist ein Durchgang. Wohin kommen wir da, wenn wir da durchlaufen? Ne, halt, da müssen wir... Hier unten. Ah, hier ist ein Durchgang. Hier ist die Farbe, so wie es aussieht. Oh! Drachenläufer. Gucken, dass wir uns nicht irgendwie hier einengen lassen von denen, weil... Das ist die... Genau. Das wollte ich sagen. Zwei sind irgendwie scheiße, gegen die was auszurichten. So, jetzt mal uns wieder hochessen. Mit Zuckerstangen. Yeah. So. So, einer nach dem anderen. Die Waffe macht gut Schaden. Okay. Na komm. Komm her. Na? Brackläufer. Ja, das ist bestimmt wegen der Farbe. Wieder so ein hässliches, großes Viech. So, hier den ersten erstmal anlocken. So. Okay. So, Nummer 1 hätten wir. Machen wir den hier gleich. Wollen wir uns mit der Big Mama anlegen? Autsch! Ah, oh, ja, leck mich am Arsch. So, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen Lampenöl reinmachen. Und vielleicht ein bisschen was essen. Bevor wir jetzt den Kampf hier machen. So. Okay, jetzt komm her, du. Königin. Wieder versuchen immer schön von hinten wieder zu gehen hier. Ha, die ist ziemlich lahmarschig. Nicht dicht einstecken, die Waffe. So. Komm mal. Komm. Geht nicht. Also. Spurs machen geht auch nicht. Ach, das muss ich mal aufladen, ne? So, jetzt. Na komm. So, kann ich mich ja umdrehen. Perfekt. Wir haben es gleich. Die Hälfte ist schon weg. So, die haben ja schon umgehauen, ne? Ist ja nicht das erste Mal. So. Komm. Nicht mehr lang. Auf jetzt. Nicht oben. Schöne Kombo. Na, schnell umdrehen. Hinter das Viech. So. Jetzt weiter. Aber ich schieße das hier durch einen halben Raum bald. So, Hammer. Hinweise ziehen.
Auftrag erhalten. Was leuchtet denn da so komisch? Was für ein Hinweis? Königin der Katakomben, Musik, bla bla bla. Bagnolfi, Königin der Katakomben, ist in der Version. Ich hatte Erfolg und kann meine Belohnung abholen. So. Perfekt. Jawohl, zurück in die Kneipe und Geld. Ich will Kohle sehen. Aber mit der blauen Farbe ist es trotzdem ein bisschen komisch. Obwohl, jetzt können sie keine Babys mehr produzieren. Das war's. Also. Wow! Wo kommt die jetzt her? Wie ist das denn die? So. Perfekt. Und Stufe 17. Wieder eine Stufe höher. Perfekt. So, erstmal zurück in die Kneipe und Belohnung her. Die ist ja schon hier. Taverne. Kohle. Ich bin sozusagen nicht im Dienst. Da spricht nichts gegen ein oder zwei Bier. Belohnung. Ich habe die Brackläuferkönigin besiegt. Gut gemacht. Hier ist eine hochverdiente Belohnung. Hochverdient? Über die Besatzung. Hast du noch was? Hast du Aufgaben für mich? Naja. Derzeit kann ich natürlich keine offiziellen Aufträge erteilen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nö. Bis später. Hat also nichts mehr für mich und wir haben das Problem beseitigt. Und ich glaube, im nächsten Part werden wir uns dann wieder widmen den Hauptaufträgen. Da gibt es aber was zu essen, glaube ich, wie ich gerade gesehen habe, oder? Hat er nicht Kuchen hier auf dem Tisch, wo ich nehmen kann? Nee, schade. Ich habe schon gedacht, ich könnte mir hier was unter Nagel reißen. Ah, neuer Wirt. Endlich. Meine eigene Taverne und sämtliche Speisen und Getränke sind aus Äpfeln gemacht, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ach du Scheiße. Etwas bestellen? Ich möchte etwas bestellen. Was? Kann man hier was bestellen? Ach, die meinen wohl kaufen. So, Gesundheit geht runter. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, alle. Und Äpfel nehmen wir auch alle mit. Oh, das ist perfekt. Das ist voll der Äpfelfanatiker. Und dem können wir jetzt auch mal den Scheiß wieder verkaufen, was wir nicht brauchen. Kann man auffüllen in Laternen. Kann man verkaufen. Leder. Kann verziert werden. Gibt aber... Macht die Gesundheit kaputt. Den verkaufen wir lieber mal. So, wieder alles an den Mann bringen hier. Das kann man essen. Kann man essen. Was kann man... Wertgegenstand kann verkauft werden. So, den ganzen Schrott hier weg. Mann, Mann, Mann. Wir klauen auch alles, was wir in die Finger kriegen hier. Was ist das? Kupfererz. Oh, Münzen haben wir auch wieder einen Haufen. Oh, das gibt gut Geld. So. Der Rest. Von dem können wir auch mal ein paar verkaufen. Brauchen wir auch nicht so viel. Zwei Stück. Eine reicht uns, eine Lampe. Die Urne kann man auch mal verticken. So. Gut. Den Rest kann man noch brauchen, wa? Die Leuchtkörper. Ah, das ist auch Füllmittel für Laternen. Gut. Dann brauchen wir das Zeug schon nicht für teures Gold kaufen. So, dann sind wir hier soweit fertig. Ich glaube, ich bleibe in der Kneipe. Hier ist es eigentlich recht schön gemütlich. Können wir uns hier ein bisschen ausruhen.
und sehen uns dann wieder im nächsten Part. Wieso bleibt die nicht sitzen? Ach, schade. Ciao.